Inzwischen ist mein Schmetterling komplett getrocknet. Es hat ungefähr so 16 Stunden gedauert. Ich kann jetzt wirklich drüber streichen. Es verschmiert nichts. Richtig schön und es glitzert unheimlich cool. Ja, mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Und klickt auch auf die kleine Glocke unten. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss! Für diese super coole glitzernde Frühlingsdeko habe ich hier einmal diese Holzausschnitte in Schmetterlingform und ganz viel Glitzerklebe. Also, das ist einfacher Kleber mit ganz viel Glitzer drin, den kann man trocknen lassen und dann hat man sehr, sehr schöne Glitzerschichten darauf. Und mit denen starte ich auch direkt und bemale damit meine Schmetterlinge. Und anschließend muss der Schmetterling dann natürlich noch komplett trocknen. Das kann durchaus 24 Stunden dauern, also am besten einen ganzen Tag liegen lassen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute zeige ich euch eine super schöne Frühlingsdeko-Idee, die auch noch total cool glitzert. Und ja, wie ich diesen schönen Schmetterling gemacht habe und was genau ihr dafür braucht, seht ihr jetzt.